Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute ein Käseomelett. Dafür haben wir folgende Sachen. Wir haben hier Käse, Schnittlauch, Salz, Pfeffer, Eier und ein bisschen Butter. Als Käse habe ich hier 40 Gramm Gruyère und 40 Gramm Kärntner Rahmleib. Das sind zwei sehr würzige Käse und die habe ich mir halt mit einem Sparschäler hier in schöne feine Streifen geschnitten. Jetzt machen wir als erstes unser Schnittlauch. Der muss einfach nur fein geschnitten werden. Die Eier kommen jetzt wieder in eine Schüssel, weil das Käseomelett wird nochmal ein gefülltes Omelett. Zum Wochenende hin werde ich euch dann auch zeigen, wie man ein Schaumomelett macht. Aber jetzt füllen wir noch mal eins. So, vier Eier. Und einmal verrühren. Und natürlich auch schon mal ein bisschen Salz, Pfeffer dazu. Wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, dann kennt ihr das bereits. Hier haben wir jetzt die Pfanne. Da geben wir die Butter rein. Und die lassen wir schmelzen. Wenn die Butter dann leicht anfängt zu spratzeln, geben wir unser Ei hinein. Geben sofort unseren Lauch darüber. Der Schnittlauch. Und den Käse. So, sehr schön. Dann noch ein bisschen Salz, Pfeffer. Und jetzt lassen wir das langsam ausstocken. So, jetzt wird das einmal umgeschlagen. Leicht ein wenig drauf und dann kommt hier vorne flüssiges Ei raus. Das lassen wir dann einmal mitstocken. Ja, dann müssen wir es gleich nochmal drehen. So, zum Drehen einmal schwungvoll rüber. So, jetzt nach ein paar weiteren Minuten ist das komplett ausgestockt. Geben wir das auf den Teller, dekorieren das noch ein bisschen aus und dann heißt es guten Appetit. Musik